Lieber Herr Kollege Zimmermann, es ist schade, dass Sie die Zwischenfrage nicht zugelassen haben, weil ich wollte ja was fragen und gar nichts sagen. Ich wollte fragen, ob Sie mir eigentlich erklären können, wie viele Menschen als Beamtin oder Beamte des Landes Berlin zwischen 2001 und 2003 einen Antrag gestellt haben, besoldungsrechtlich und versorgungsrechtlich mit der Ehe gleichgestellt zu werden. Wie viele Menschen im Land Berlin betrifft das? Da Sie sich ja so intensiv um deren Rechte bemühen und hier so engagiert für deren Rechte eintreten, das ist jetzt im Ironiemodus gewesen, werden Sie mir sicherlich sagen können, wie viele Menschen von Ihrer Regel profitieren. Können Sie mir das sagen? Die zweite Frage ist, können Sie mir sagen, wie viele Menschen von der Regelung profitieren würden, wenn die Einschränkung, die Sie gemacht haben, nämlich man hat schon 2001 und 2002 diesen Antrag stellen müssen, wie viele Menschen davon profitieren würden, wenn diese Einschränkung nicht existieren würde? Und die letzte und dritte Frage, die ich habe, ist Ihnen eigentlich bekannt, dass die Rechte nicht Rechte sind, die man auf dem Antragsweg geltend macht, sondern die, wie das Bundesverfassungsgericht selbst festgestellt hat, allein durch das Eingehen des Instituts einer Lebenspartnerschaft zustande kommen. Nicht über Anträge, sondern durch das Zustandekommen einer Lebenspartnerschaft. So wie, wenn Sie eine Ehe eingehen, die Steuerbefreiung mit dem Ehegattensplitting automatisch Ihnen zugutekommt, dann müssen Sie keinen extra Antrag schreiben, wenn Sie die Ehe eingehen. Möchten Sie antworten? Bitte sehr. Herr Kollege Lederer, ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele davon betroffen sind. Es werden nicht sehr viele sein, das ist zugegeben. Es geht hier aber darum, dass wir ein Rechtsinstitut, was wir geschaffen haben, für die Zukunft geschaffen haben und eine weitestgehende Rückwirkung über viele Jahre schon in Kraft haben und es um eine zusätzliche weitere Rückwirkung geht, die wir heute, so wie Sie sie vorgeschlagen haben, nicht machen, sondern in einer modifizierten Form zugegebenermaßen werden. Zugegebenermaßen werden davon nicht sehr viele betroffen sein. Eine Zahl kann ich Ihnen nicht nennen, aber wir werden trotzdem diese Regelung beschließen. Dankeschön.